Am Entsorgungsstandort Kröbern, da wo man sich mit Abfallwirtschaft auskennt, fand die Auftaktveranstaltung zum Projekt Zero Waste, Null Verschwendung im Landkreis Leipzig statt. Daran nahm auch Sachsens Umweltminister Wolfram Günther teil. Das Projekt Zero Waste läuft bis Ende des Jahres und zielt vor allem auf Ressourcenschutz und Abfallvermeidung ab. Wir wollen ja von einer Welt des Abfalls wirklich wegkommen zu nur Müll, zu einer echten Kreislaufwirtschaft. Geht es um Ressourcen, geht es um Umweltfragen, es geht auch um Klimafragen. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir das brauchen. Und das ist sehr, sehr komplex, weil es um Produktdesign geht. Es geht um Verständnis vom Verwenden von Produkten, Nachnutzung, aber auch Trennbarkeit von Rohstoffen, die da drin sind, Recycling, unterschiedliche Nutzungsformen. Und dazu braucht es viele Partner. Für die Entsorgung ist die kommunale Ebene zuständig, auch hier im Freistaat Sachsen. Deswegen kann man sich auf so einen Weg nur gemeinsam machen. Und deswegen haben wir das auch gefördert, wirklich auch unter der Unterschrift der Zero Waste. Und heute hier haben wir uns ein Projekt vom Landkreis Leipzig vorstellen lassen. Laut dem Minister fördert der Freistaat Sachsen das Projekt mit einer sechsstelligen Summe. Umgesetzt wird die Maßnahme im Rahmen des EU-Aktionsplanes für die Kreislaufwirtschaft. Wie das Ziel Null Verschwendung erreicht und den Bürgerinnen und Bürgern vermittelt werden könnte, darüber informierte der Landkreis gemeinsam mit seinem Tochterunternehmen Kell, der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH und dem Zweckverband Abfallwirtschaft. Das Projekt beinhaltet Bildungs- und Informationsangebote zur Thematik. Herzstück ist der Zero Waste Finder, eine interaktive Karte. Wir werden im Landkreis Leipzig mit dem Projekt so eine digitale Landkarte erzeugen im Kreisgebiet, wo wir diejenigen, die sich mit einem Reparaturservice, mit Verleihmärkten oder mit einer Miete für eine Maschine, die man vielleicht bloß einmal im Jahr braucht und ein anderer auch bloß einmal im Jahr braucht, mit solchen Angeboten wollen wir uns beschäftigen, wollen noch Anbieter animieren, sich bei uns zu melden, wenn sie da mitmachen wollen, um hier die Partner miteinander zu verknüpfen und für den Bürger sichtbar zu machen. Wenn ich Reparaturbedarf habe oder wenn ich mal etwas benötige, dann habe ich hier eine zentrale Datenbank, die ich aufrufen kann und mich informieren kann und den Kontakt auch finde. Die Karte ist nicht in Stein gemeißelt. Interessenten können sich über die Website zerowaste.lkl.de mit ihren Angeboten einbringen und Teil des Ganzen werden. Ob diese Angebote kommerziell oder nicht kommerziell sind, spielt dabei keine Rolle. Zum Zero-Waste-Konzept gehören neben dem Finder auch Bildungsangebote für Kinder. Ein Beispiel dafür sind Aktionstage an Grundschulen. Das Thema, wie gehe ich mit Abfall um, vermeide ich Abfall bewusst, reduziere ich Abfall bewusst oder mache ich mir gar keine Gedanken, auch das fängt im Kopf an. Und es ist auch ein Teil unseres Bildungsauftrages, uns mit unseren Ressourcen, unserer Umwelt zu beschäftigen und gerade im Bereich der Bildung auch Kinder dafür zu sensibilisieren, dass Ressourcen knapp und endlich sind und es gut ist, sich auch mit dem Themen auseinanderzusetzen, wie kann ich Dinge wiederverwenden oder wie kann ich vielleicht auch Dinge länger nutzen. Um Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Recycling geht es auch bei den Aktionstagen. Diese finden vom 27. März bis 5. April bzw. vom 17. bis 20. April 2023 statt. Vier Stationen mit einem Theaterstück, Kino, Unterricht sowie Vertausch- und Verschenkemarkt wird es da geben. 11 Einrichtungen mit rund 1.300 Schülerinnen und Schülern haben sich dafür angemeldet. Hier sieht Landrat Greichen noch Potenzial. Und das im Übrigen auch für die Fortführung des Projektes über 2023 hinaus. Für den ersten Aufschlag haben wir jetzt 11 Grundschulen, die mitmachen. Wir haben deutlich mehr Grundschulen im Kreis. Also wer auch da noch mitmachen möchte, kann sich gern melden. Schönes Theater- und Kinoprojekt, wo man, denke ich, auch kindgerecht das Thema den Kindern nahebringen kann. Also das soll weitergehen und wenn die Staatsregierung das heute auch so gut angedeutet hat, dann auch gerne übers Jahresende 23 hinaus. Zum Thema Abfallvermeidung, austauschen, anregen, erinnern und das generationsübergreifend. Dem Minister gefiel, was er zum Projekt gesehen und gehört hatte. Also der Landkreis Leipzig ist sehr intensiv auf dem Weg, auch natürlich mit seinen zuständigen kommunalen Unternehmen. Ich bin da sehr zufrieden, weil es ja auch sehr komplex im Ansatz ist. Also man versucht eben doch sehr viele mitzunehmen, viele Menschen bis hin zu Kindern, Jugendlichen, Vereinen, die mit einzubinden sind, Unternehmen. Das ist genau der richtige Ansatz. Ja. Für die Botschaft Null Verschwendung ist grundlegendes Umsteuern erforderlich. Dabei können Vermeidungskonzepte einen guten Beitrag leisten. Ressourcen zu schonen, sieht der Minister als Generationenaufgabe.